Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen von Marlies Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen motivieren, erfolgreich zu gründen. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerkerinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch schnelle Einblicke, praktische Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. Parallel zum Podcast schreiben wir ein Buch, das hands-on noch mehr gesammelte Expertise vermittelt. Aus dem Equalizer und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Hier unser kleiner Werbeblock. Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup Unit ist Hamburgs zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup Unit das Hamburger Ökosystem für Gründerinnen. Mehr Infos findet ihr unter hamburg-invest.com/startup-unit. Wir freuen uns mega, dass heute die Frau bei uns ist, die mit 49 Jahren ein AI-Startup gegründet hat. Herzlich willkommen, Ines Wörmann. Hallo. Hallo Ines. Du hast gemeinsam mit deinem Co-Founder HelloGuide gegründet und eure Chatbots machen mithilfe einer AI-Engine aus Content-Dialoge und spielen diese auf Webchat, Messenger und WhatsApp aus. Damit schafft ihr einen einfachen Weg, die mobilen Zielgruppen von Medien, Museen, Events, Städten und Marken zu engagen. Super cool. Liebe Ines, herzlich willkommen. Für mich klingt das noch ein wenig kompliziert. Was genau hat euer Kunde, also zum Beispiel ein Museum, davon, mit euch zusammenzuarbeiten? Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch, dass ich hier bin. Ein Museum hat eine ganze Menge davon. Zum einen ist die Lösung, auf dem Smartphone zu nutzen. Das war schon vor Corona eine gute Idee, weil man eben keine Audio-Guides braucht, weil man keine App runterladen muss. Jetzt durch Corona ist es eigentlich noch viel besser, weil man natürlich auch nicht dieses Hygieneproblem hat. Auf der technischen Seite kann man aus Content Dialoge machen und die kann man dann so ausspielen, wie wenn man im Gespräch ist mit seinen Freunden, kann das also dialogisch gestalten, es unterhaltsam machen und Geschichten, die das Museum zu erzählen hat, auf eine interaktive Weise tun. Wie kamt ihr auf die Idee? Ja, das war ganz lustig. Unser ältester Sohn war in Amerika, hat so ein Auslandsjahr gemacht. Wir waren anschließend, haben ihn mit der Familie abgeholt, waren im MoMA in New York. Und das hatte eine wirklich tolle App. Also es war wirklich state of the art. Und trotzdem hat es unseren Kindern überhaupt nicht gefallen. Die wollten die App nicht runterladen, weil bedeutet ja immer, dass man Speicherkapazitäten aufnimmt. Und es war ihnen, hat sie einfach nicht da abgeholt. Und ich habe mich dann anschließend gefragt, ob es nicht was Besseres gibt. Und weil unsere Kids dauernd Messenger nutzen, auf WhatsApp den ganzen Tag sind oder Snapchat, was auch immer, habe ich mich gefragt, ob man nicht eigentlich auch Wissen über so eine Chat-Kommunikation vermitteln kann. Das war so die ursprüngliche Idee. Sehr cool. Finde ich ganz witzig, weil unser Sohn wollte auch, vor 4-5 Jahren ins MoMA von sich aus. Und ich habe immer noch dieses Bild vor Augen, wie er wirklich mit diesem Ding in der Hand, was du dir da ausleihen konntest, und diesen uralten Kopfhörern da rumlief und total geflasht war. Also witzig, wie... Also der fand es gut? Der fand super. Okay, na gut. Vielleicht lass auch an unseren Kindern, aber im Nachhinein eigentlich gut, dass sie es doof fanden, weil sonst wäre ich ja nicht drauf gekommen. Also es hat immer was Gutes. Aber am Ende des Tages ist MoMA, das können wir vielleicht mal festhalten, auch für Kinder ein echt cooles MoMA. Ja, war absolut super. Es war auch deren Wunsch. Also es ist nicht so, dass wir die da so jetzt unbedingt dahin schleifen wollen. Okay. Für welche konkreten Use Cases eignen sich eure Chatbots außerdem? Ja, also Museen war tatsächlich so der Start der Reise. Wir hatten so dieses Ziel Smart City mit verschiedenen Feldern vor uns, haben dann aber auch schnell gemerkt, dass es im Medienkontext gut funktioniert. Also überall da, wo eben tatsächlich eine Menge Content da ist, wo man Geschichten erzählen will. Wir haben mit vielen Marken jetzt auch Kampagnen gemacht,
zum Beispiel zum Thema Lead-Generierung, also eine Geschichte so erzählen, dass hinterher ein Lead für einen Sale rauskommt, also durchaus auch kommerziell gedacht. Das Einzige, was wir bisher noch nicht umgesetzt haben, und zwar auch nie unser Fokus, ist Customer Service. Weil wenn man an Chatbots denkt, das kennt ihr vielleicht aus eurer eigenen Erfahrung, dann denkt man natürlich sofort an eine Kaufberatung oder einen Kaufabschluss. Und da haben wir gedacht, so in dieses Feld wollen wir genau nicht reinspringen, wäre vielleicht das Lukrativste gewesen. Aber da tummeln sich natürlich auch irre viele, ja, die da mit einer ganz anderen finanziellen Power auch angehen können. Okay. Ich verstehe euer Businessmodell so, dass eure Kunden eine Art von Content-Management-System kaufen und ihre Bots dann ja selber bauen. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, müsst ihr da den, zum Beispiel, nehmen wir die Museen doch wieder, helft ihr den Museen, Ideen für den Content zu entwickeln und ist das eine Hürde für die? Ja, also du stellst genau die richtige Frage. In der Tat haben wir eine Plattform gebaut, die eben komplett Self-Service sein sollte. Genau wie du sagst, das Museum hat den Content, hat die Texte, hat Bilder, hat Videos. Die stellen das in diese Plattform rein, verschlagworten das und darüber kann der Nutzer eben, wenn er bestimmte Begriffe, Künstlernamen, Bildernamen abruft, dann diesen Content auch auf seinem Handy bekommen. Was wir dann festgestellt haben, ist, dass viele Museen, gerade wenn sie eine neue digitale Lösung ausprobieren, dann auch was ganz Besonderes haben wollen. Also jeder will es eigentlich ein bisschen anders. Und in den meisten Fällen ist auch nicht das Personal da, das sich in so eine Plattform gerne reindenkt. Ist, das mal ist ja auch, glaube ich, komplex. Ist das eine Hürde gewesen im Sales-Prozess denn wirklich? Ja, aber immerhin habe ich jetzt so viel Sales-Erfahrung, dass ich dann auch andere Lösungen anbieten konnte. Und wir sind heute da, dass wir sagen, es ist ein Teil SaaS-Plattform, die wir nutzen und verkaufen. Aber es gibt immer einen Implementierungsprozess, die wir den Museen oder unseren Kunden abnehmen. Also wir sagen heute, schick uns im Zweifel, wenn du es nicht selber machen willst, dein Content. Wir machen die Dialogerstellung und du kriegst ein fertiges Produkt. Das ist dann nicht mehr ganz so SaaS, wie wir uns das gewünscht haben, ehrlicherweise. Aber funktioniert für unsere Kunden besser und ist auch ein gutes Geschäftsmodell. Okay. Kannst du uns eine beispielhafte Geschichte erzählen von irgendeinem Case, den ihr mal bearbeitet habt? Irgendwas Besonderes oder was, was dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, die Museumsleute sind auch schon echt ganz cool. Ich dachte am Anfang immer so, das sind so Leptosome, Typen mit einem niedrigen Energielevel. Ja. Stimmt gar nicht. Also ich habe echt da tolle Leute kennengelernt. Und wir waren einmal über komische Wege in Moskau eingeladen und haben für die Tretjakov Gallery, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, kannte es vorher ehrlich gesagt nicht, aber so ein bisschen so wie das Louvre in Paris, so ist das eben so das Museum. Und für die durften wir so ein Facebook Messenger Chatbot bauen. Und das war toll. Also es war einfach kulturell total interessant, auch wie die so arbeiten, noch sehr hierarchisch strukturiert, aber irgendwie auch mit viel Leidenschaft. Und und irgendwie fühlten wir uns natürlich auch irgendwie sehr cool, so jetzt in so einem internationalen Content so unser eigens gebautes Produkt anzuwenden. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, da haben wir uns kurz vorher auf dem Demo-Day beim NML getroffen und du warst so ganz thrilled. Ja, ganz ich begeistert. Bin ich heute noch, wenn ich das so erzähle, kriege ich immer noch irgendwie kurz Gänsehaut. Kurz vor der Reise nach Moskau und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen eifersüchtig. Ja. Vielleicht nochmal so für unsere Zuhörer, was ist an eurem Geschäftsmodell AI? Das ist ja im Moment so ein Schlagwort. Ja, genau. Also vielleicht auch das mal an so einem praktischen Beispiel. Also wir haben zum Beispiel für die Firma Johnson & Johnson für eine Initiative Gesundgewicht, wo es darum geht, adipösen Menschen, also wirklich dickleibigen Menschen zu helfen, ein Chatbot gemacht. Und da ging es darum, dass die Fragen stellen können, und der Chatbot kann das beantworten. Warum ist das eigentlich gut, wenn das ein Chatbot macht? Weil sich viele auch schämen, wenn sie wirklich ein Problem mit ihrem Gewicht haben, irgendwo anzurufen oder zum Arzt zu gehen. Ärzte fragen dann auch irgendwie so, was wiegen sie, wie groß sind sie, so mit anderen Worten, wie ist der Body Mass Index und so. Und das will man dann häufig nicht preisgeben. Und die AI erkennt eben diese Begriffe, erkennt sie auch in unterschiedlichen Formulierungen und kann dann die richtigen Antworten ausspielen.
Also das ist natürlich irgendwo ein Big Data Problem und häufig haben wir gar nicht so viele Daten. Dann ist auch die AI nicht so, wie wir uns das wünschen. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Siri oder Alexa oder so nutzt. Das ist ja sehr ausgereift und trotzdem kriegt man ja irgendwie auch immer wieder dieses, das habe ich nicht verstanden. So, also insofern müssen wir mal gucken, dass wir abgegrenzte Content-Räume haben, die wir dann sauber abbilden können. Das ist so eine AI-Lösung und dann gab es in dem Fall noch diese Aufgabenstellung, nenn mir dein Alter, dein Gebiet, wo du wohnst, dein Problem und wir spielen dir aus, wo du Hilfe bekommst. Das kann dann irgendwie eine diabetologische Praxis sein, das kann das Krankenhaus in der Nähe sein. Und das alles hilft den Leuten, weil sie einfach automatisch ihre Fragen und ihre Probleme gelöst bekommen. Okay, mal so ein bisschen spitzfindig, weil ich habe ja viel mit diesem Thema und dieser Diskussion um AI dann auch zu tun im Startup-Umfeld. Ist eigentlich eher das, was Machine Learning ist, oder? Also genau. Also nicht wirklich künstliche Intelligenz im Sinne von, die entwickelt sich selber weiter, sondern sie lernt aus den großen Daten sozusagen das, was daraus zu lernen ist. Ja, also ich weiß nicht, was du für eine Erfahrung gemacht hast, aber ich finde viele Modelle, die das Label AI haben, wir geben uns das natürlich auch. Klar. Und ich finde auch zu Recht, ist einfach eine Verknüpfung von Big Data. So, ja. Also nichts anderes ist ja auch, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du hast einen Standort und Google rechnet dir aus, wie lange du brauchst, weil irgendwo ein Stau ist. So. Ja. Das ist ja auch irgendwie eine AI-Lösung. Klar. Und trotzdem kein Hexenwerk. Macht ja auch nichts. Man muss es jetzt nicht erhöhen, aber es ist auch trotzdem eine solide Lösung. Klar. Ja. Ich konnte jetzt nur das natürlich nicht passen lassen, weil in dem Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, alle, ist das ja immer so ein Topic. Ja, absolut. Liebe Ines, ich möchte nochmal zurückkommen zu dir als Gründerin. Du hast eine erfolgreiche Konzernkarriere unter anderem bei Lintas und Otto hingelegt und das hast du aufgegeben, um ein Startup zu gründen. Und meine Frage ist natürlich, woher kam die Motivation? Naja, also ich wollte einfach mal was komplett anderes machen. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe wirklich viele Jahre zum Schluss auch in einer Firma, Affinion International, Loyalty-Programme, Consulting für Banken, viele Jahre echt gerne gearbeitet. Aber als ich dann da raus bin, hatte ich irgendwie das Gefühl, so jetzt nicht noch mehr vom Gleichen, sondern mal jetzt so was ganz anderes. Da war ich ja dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, Mitte 40 oder so. Und da habe ich auch gedacht, so dass ich gönne mir jetzt mal so ein Startup. So. Also andere gönnen sich irgendwie, ich habe keine Ahnung, eine Coaching-Ausbildung oder einen Ayurveda-Trip nach Sri Lanka. Finde ich auch alles nicht verkehrt. Aber ich hatte irgendwie Lust, mir mal so eine Unternehmensgründung zu gönnen. Und das war eigentlich auch eine gute Idee. Finde ich ein super Statement. Ich gönne mir ein Startup. Finde ich herrlich. Denn eins dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Ich gönne mir ein Startup heißt natürlich, dass du ein Risiko eingegangen bist. Ja. Wie hat sich das angefühlt, wenn du lange sozialisiert wurdest im Konzern? Ja. Also ich glaube, ich habe so einen naiven Optimismus. Also Naivität kann manchmal ja auch was ganz Beschützendes sein. Okay. Und ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe das aus dem Bauch heraus entschieden. Also ich hatte diese Idee. Und was wir ja noch gar nicht gesagt haben, ist, ich habe dieses Startup ja auch nicht alleine, sondern ich mache das zusammen mit Thilo Ferrari, mit dem ich auch zusammen gegründet habe. Und das fühlte sich auch gut und richtig an, mit dem was zu machen. Der hatte schon Unternehmensgründungen hinter sich. Der war also in dem Bereich viel erfahrener als ich. Und es macht ja immer Spaß, irgendwie mit guten Leuten was zusammen zu starten. So. Also insofern habe ich gar nicht so sehr an diese Risiken gedacht, sondern ich bin da einfach so mal reingesprungen. Du warst ja leicht über dem klassischen Gründeralter. Als du gegründet hast. Auch nur so ein bisschen, ja, genau. Wo liegt das eigentlich? Habe ich mich hier noch nie gefragt. Aber also ist liegt es eher bei 30, Schnitt, 25? Ich würde eher sagen, der Schnitt ist so zwischen 25 und 27. Okay. Wie war das für dich, so als, sag ich mal, elderly Founder? Also ich fand es jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Und wenn du jetzt an dieses Alter referenzierst, das ist ja in der Tech-Startup-Welt ist man ja sehr jung. Da habe ich mich auch gesehen, aber es gibt ja auch viele ältere Gründer, die jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Shop aufmachen, einen Café oder eben sich mit Coaching selbstständig machen. Also insofern, ich fand mich jetzt auch nicht so ungewöhnlich darin. So.
Später habe ich dann gemerkt, dass es tatsächlich so in diesem Tech-Bereich ungewöhnlich ist. Aber da hatte ich ja schon gegründet. Also insofern habe ich mir da jetzt irgendwie gar nicht so die Gedanken gemacht. Und das ist manchmal auch vielleicht ganz gut, wenn man nicht sich von vornherein so überlegt, so wie ist denn das wohl und was könnte wohl schief daran gehen und wie fühlt man sich. Also ich war einfach eher an diesem Thema interessiert. Also was ich jetzt gerade von dir auch gelernt nochmal, oder was hast gelernt, das ist etwas, was, glaube ich, auch vielen bewusst ist, aber was ich gerne nochmal hervorheben möchte, ist so dieser gewisse, in Anführungsstrichen, naive Mut. Also zu sagen, ja, hey, ich traue mir das zu und ich probiere es jetzt aus. Ja, das ist ja eigentlich das, was wirklich Entrepreneurship ausmacht. Nicht zu sagen, okay, und welche Risiken kannst du dann noch geben? Erstmal ein Verkaufsprospekt schreiben und das dann sein lassen, weil es zu gefährlich ist. Ja, und im Zweifel habe ich mich auch immer getraut, später damit zu scheitern. Also ich habe das Scheitern sozusagen als eine Option mit durchgedacht und überlegt, ist das eigentlich schlimm? Und ich fand, das war nicht schlimm, weil im Zweifel ich muss mir und anderen da nichts mehr beweisen, weil ich glaube, ich weiß jetzt ganz gut, was ich kann. Und es wissen auch genügend andere Leute, die mir wichtig sind. Und insofern, wenn man sozusagen den Worst Case mitbedenkt und auch im Zweifel mit umarmen kann, dann ist eigentlich der große Schrecken auch schon weg. Genau. Wir haben uns ja kennengelernt tatsächlich bei dem Accelerator, in dem du warst, Next Media Accelerator in Hamburg. Wo ich als Mentor unterwegs war und auch bin und so Workshops gegeben habe. Und ich habe mich ehrlich gesagt echt gefreut, als ich in den Raum kam, wo sonst so dieses Durchschnittsalter von 23 sitzt. Ja, und stimmt. Du warst da. Und ich dachte, hey, cool, da ist ja ein Mensch, der eher so in meinem Alter ist. Und ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass du dich da total wohlgefühlt hast. Wie fandst du das? Also da waren ja da war es ja wirklich Start-up-Szene mit lauter jungen Menschen. Ich fand, die Leute sind wahnsinnig aufgeschlossen, die sind alle engagiert, die haben alle eine Leidenschaft, sonst hätten sie ja nicht gegründet. Und so ein bisschen fühlte sich das auch an wie eine Schicksalsgemeinschaft. Also als wenn man irgendwie so zusammen hat man einen gemeinsamen Nenner und da ist es völlig egal, ob jemand jünger oder älter ist. Also einige sind einem sympathischer als andere, aber ich hatte zumindest nie das Gefühl, dass mein Alter für die ein Problem war und umgekehrt schon mal gar nicht. Ich finde, du hast ganz toll deine Haltung schon beschrieben und ich habe großen Respekt vor deiner Leichtigkeit und du hast es als Naivität beschrieben. Kannst du unseren Hörerinnen vielleicht einen Tipp geben, wie man das erlernen kann? Erlernen ist gut. Also ich meine, Erfolg bringt Erfolg. So, das ist was, das merke ich auch bei meinen Kindern so, das kennt ihr vielleicht auch, ihr habt ja auch Kinder. Das natürlich irgendwie, das trägt einen immer weiter und insofern war es vielleicht so die Reise, die ich bis dahin gemacht hatte, die aus irgendwelchen Gründen irgendwie gut gelaufen war. Damit meine ich jetzt nicht nur so einen materiellen Erfolg oder Karriere. Also so eine wahnsinnige Karriere hatte ich jetzt vorher ja auch nicht gemacht, dass man jetzt sagt so, wow, das ist ja echt unglaublich. Ich glaube, ich komme aus so einem Elternhaus, die sind auch Unternehmer und meine Eltern sind die absolut größten Optimisten, die man sich vorstellen kann. Und Risikoabwägung wurde bei uns, glaube ich, so gelebt, wie ich das heute lebe. Vielleicht liegt es daran. Aber wenn ich jetzt so anderen Tipp geben kann, also so eine gewisse Unerschrockenheit, finde ich, ist eine gute Idee. Also das war für uns auch so ein Thema, wo wir drüber nachgedacht haben, weil wir alle drei, die wir jetzt am Tisch sitzen, haben das Problem mit dieser Haltung ja offensichtlich nicht, sonst wären wir nicht hier. Ja. Und was wir uns aber fragen ist, wie können wir denn den Frauen, vor allem auch den Jüngeren, noch was Hilfreiches mitgeben, wie man sich in diesem Umfeld so bewegt, dass man erfolgreich ist. Wir können das ja. Und vielleicht kannst du da nochmal kurz überlegen, außer dem Mut und der Unerschrockenheit, was hast du vielleicht für Erfahrungen gemacht, wo du selber mal über deine Grenze gehen musstest? Ich meine, jeder von uns steht mal morgens auf und fühlt sich gerade nicht so toll und muss dann trotzdem performen. Ja, also was mir immer hilft, ist so die Vorstellung, es geht immer mehr, als man denkt. Also selbst wenn ich morgens im Bett liege und ich bin ein totaler Langschläfer und ich habe eigentlich seit über 50 Jahren Schwierigkeiten, morgens aufzustehen, aber irgendwann mache ich das dann ja auch und wenn ich mir dann vorstelle, was alles gerade ansteht, so dann denke ich so, aber es geht doch immer ein bisschen mehr. Also diese Grundhaltung finde ich schon mal ganz hilfreich. Jetzt so in diesem Startup-Umfeld, was mir schwer gefallen ist dieses ewige Pitchen.
Also ich mache ja bei uns diesen Außenpart auch, also sprich das Marketing, das Business Development. Das heißt, das Pitchen gehört mit dazu. Und gerade wenn man in so einem Accelerator ist, wird man dazu ja getrieben, das in einer Minute, in fünf Minuten, in 10 Minuten, in 20 Minuten zu können. I know. Und dazu auch immer mit einer Story, die ja sehr amerikanisch ist. Das heißt, man muss es immer unglaublich groß machen. Ja. Das ist mir am Anfang nicht leicht gefallen. Also ich meine, ich komme aus dem Marketing, also ich bin jetzt wirklich irgendwie kein Mauerblümchen, dass ich nicht traut, irgendwas zu sagen, aber sich dann doch mit seiner eigenen Idee, ohne dass man eine Brand, eine Firma im Hintergrund hat, hinter der man sich verstecken kann oder die einen mitträgt, das fand ich schon nochmal, weil who is Hello Guide, ja? Also wer ist Ines Würmann? Also man steht da schon ganz schön exponiert. Und da muss man auch Kritik aushalten können, weil natürlich findet das nicht jeder toll. Also da gibt es dann auch schon mal Leute, die irgendwie die Idee beknackt finden oder die Art, wie ich das rüberbringe. Mhm. Manchmal fand ich mich selber auch nicht toll. Aber wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du diese Hürde, dieses Nicht-Angeben-Wollen im Prinzip, ja? Wie hast du es dann, wie hast du die überwunden? Wie hast du es trotzdem gut Also dieses Accelerator-Programm, das... Also dieses oder andere kann man echt Gründern empfehlen, weil da übt man es ja. Da hat man Coaches. Du, Heidrun, bist ja so ein Coach. Und das hilft einem ja dann auch, selbst wenn man schon ein eigenes Netzwerk, eine eigene Erfahrung hat aus dem Corporate-Leben, sich dann nochmal so neu auf den Prüfstand zu bringen. Und die üben das auch mit einem. Also es ist irgendwo Übung. Und im Zweifel muss man dann vielleicht einfach sagen, ja, dann bin ich am Anfang nicht so gut. Aber das wird besser. Das ist wahrscheinlich auch was du deinen Kindern beibringst. Du hast ja, soweit ich weiß, 3 und das Jüngste ist erst 9. Wie hast du das noch geschafft neben dem Gründen? Ja, ich bin ja auch nicht die Einzige, die sowas macht. Und wie bei fast allen ist ein toller Mann echt hilfreich, der einen unterstützt, aber der einem auch natürlich Sachen abnimmt und sich mit um die Kinder kümmert, um diesen Schulkram und so. Und ich habe tolle Freunde, ich habe nette, also nicht nur nette, sondern richtig tolle Eltern, die mich unterstützen. Also alleine geht es natürlich nicht. Also ein ganzes Dorf hat die Ines bei meinen Kindern miterzogen. Ja, genau. Also auf jeden Fall irgendwie tolle Unterstützung auch. Und das, also jetzt nicht nur für das Startup, sondern wenn man vorher irgendwie, also viele andere machen ja auch einen Job in so einer Firma, das ist auf eine andere Art und Weise ja mindestens so anstrengend, weil man so viele Stakeholder hat. Ne? Dann hat man nicht nur den Chef und die Kunden, die hat die Kollegen und es gibt so viel Abstimmung und so. Vieles ist ja auch einfacher, wenn man ein Startup hat. Absolut. Und ich glaube auch, wenn man weiß und man sich verlassen kann auf den richtigen Partner und auf das Dorf eben, das die Kinder mit großzieht, dann gibt einem das ja auch eine ganze Menge Mut und Rückenwind, der unglaublich wichtig ist, wenn man eben loslegt. Nochmal so ein bisschen zum Moment der Gründung. Würdest du rückblickend anderen Frauen empfehlen, in der relativ späten Familienphase zu gründen? Also die Kinder sind mehr oder minder aus dem Haus oder werden jetzt langsam flügge. Ist das genau ein toller Moment zu sagen? Und jetzt nochmal, jetzt probiere ich es. Für mich war das ein toller Moment. Für andere mag es andere Zeitpunkte geben, die besser funktionieren. Für mich war es toll, weil ich hatte kein schlechtes Gewissen mehr, weil 2 Kinder waren ja schon groß. Die waren 11, also groß ist relativ, aber wie alt waren die eigentlich? 11 und 9. Und ich wusste irgendwie, da geht eine ganze Menge. Ich hatte ja vorher auch schon gearbeitet, als die kleiner waren. Das war schon mal ganz gut. Und ich wusste, ich habe gute Werkzeuge in meinem Koffer, ich kann was. Ich hatte Lust auf diese Idee und für mich hat das zu dem Zeitpunkt einfach besser funktioniert, als hätte ich das früher gemacht. So, aber weiß ich nicht, ob ich das verallgemeinern möchte. Ich kann eigentlich nur sagen, es spricht nichts dagegen, das zu tun. Und so wie du es beschreibst, ist es ja sogar eher die traditionelle Rolle, die du eingenommen hast in der Familie. Ja, also zumindest so, dass ich immer weniger gearbeitet habe als mein Mann. Das stimmt, also insofern traditionell. Ich hoffe, dass man das irgendwann mal so machen kann, dass beide irgendwie 6-7 Stunden arbeiten. Also ich bin nach wie vor nicht so ein Fan davon, dass beide Vollzeit arbeiten, zumindest bei 3 Kindern, aber es ist Geschmackssache. Aber wenn beide irgendwie, oder wenn man zeigen kann, dass man produktiv sein kann mit 6-7 Stunden pro Tag,
Das wäre mein Traum. Das ist ein Idealszenario. Genau, ich so, auch. Das, aber mhm. da kann man, glaube ich, was für tun. Und vielleicht hat jetzt mit dieser Corona-Digitalisierungswelle hat sich das auch gezeigt. Ja? Also wenn ich nicht mehr reise, schaffe ich ja sowieso viel mehr. Ja, finde ich wirklich. Also ich meine, auch nicht in Urlaub. Also wir hätten, ich meine, wir treffen uns ja hier live, aber ich hatte jetzt letzte Woche so viele Termine, also da wäre ich für einen Termin den ganzen Tag weg gewesen. Mhm. Und insofern, warum soll das nicht möglich sein? Mhm. Absolut. Du hast vorhin erwähnt, dass auch deine Eltern Unternehmer waren. Ja. Ich weiß jetzt zufälligerweise, dass einer deiner Söhne auch schon ein eigenes Startup gegründet hat. Ist ja mega. Hat das was mit eurer Erziehung zu tun? Oder ist ja, es natürlich. Genetisch? Es ist alles nur Erziehung. Ist ja immer so, wenn die Kinder gut funktionieren, ist es Erziehung. Ansonsten sind es die Gene. Ich weiß nicht. Ich meine, ich bin davon überzeugt, dass man Stärken stärken soll. Also wir haben nie irgendwie großartig damit gehadert, dass die Kinder auch irgendwie ihre Schwächen haben, von der Rechtschreibschwäche über schlecht organisiert. Also Emil, auf den du anspielst, der Gründer, der war wirklich in der Schule, hat er so das Minimalpensum gemacht. Das waren einfach nicht seine Themen. Das fand ich schon auch schmerzhaft mit anzusehen teilweise, aber ja, aber irgendwann haben wir auch erkannt, in anderen Dingen hat er echt Power und da kniet er sich rein und fuchst sich in Programme rein und ja, dann ist das wohl ein ganz guter Weg. Also ich glaube, das Einzige, wo ich erbarmungslos bin, das ist das Thema Disziplin. Ich bin selber so aufgewachsen, so meine Eltern haben einen Obstgroßhandel, ich komme daher, wo die guten Äpfel herkommen und wenn man bis um 6 in der Disco war, musste man aber sonntags aus pädagogischen Gründen Äpfel pflücken. Also da musste man dann aufstehen und ich bin heute noch so, teilweise ist es in den Schulen ja auch so, wenn dann irgendwie die Fußball-Weltmeisterschaft, da müssen die erst um 12 kommen oder... Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, nee, Konfirmation, dann lassen sich die Kinder irgendwie dann für den ja, Montag irgendwie krank schreiben, weil man hat ja am Sonntag so lange gefeiert. Ja. Also das gibt's bei mir nicht, weil genau. Das finde ich ja, irgendwie, den Biss muss man schon haben und wenn man den ganzen Tag irgendwie müde ist, aber das ist vielleicht das Einzige, wo ich jetzt merke, das ist eigentlich auch, das trägt auch Früchte. So. Also nochmal kurz zusammenfassen, ja. Stärken. Und Disziplin da einfordern, wo sie auch punktuell gespürt wird. Weil wenn ja. du sagst, so Chaos und Rechtschreibschwäche und so, da war das dir wahrscheinlich dann offensichtlich nicht so wichtig. Aber dieses, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Also, ja. Den Spruch kenne ich auch von zu Hause, den kennt auch mein Sohn. Das fliegt durch. Ja, ich meine, mir ist Rechtschreibung auch wichtig, aber ich bin da auch an meine Grenzen gekommen. Ja? Ich meine, ja. Du kannst auch nicht jeden Fall kämpfen. Und auch vielleicht so dieses, Räume schaffen. So, ich meine, wenn jemand eine gute Idee hat, dann unterstütze ich auch gern. So, und ich bin auch jetzt noch so ein bisschen wie so ein Mentor für Emil. Also ich mische mich da jetzt nicht mehr ein, aber wenn er eine Frage hat, dann sprechen wir auch drüber. Ich bin immer gern dabei, ich bin auch leicht entflammbar. Ja? Wenn irgendwo eine gute Idee ist, dann finde ich das auch klasse und dann will ich das auch mit auf den Weg bringen. Klasse. Ja, jetzt kommen wir mal zurück zu deinem Business. Jetzt noch mal einmal von vorne. Du hattest es eben schon angedeutet, du hast mit einem Mann co-gefounded. Ja. Du hast einen männlichen Co-Founder. Wo hast du den, wie trifft man den? Wie findet sich sowas? Den habe ich schon auf unserer Hochzeit getroffen. Also mit anderen Worten, das ist ein ganz langjähriger Freund. Das war leicht. Und wir haben immer mal darüber gesprochen, wie nett es wäre, zusammenzuarbeiten. Und allein die Idee fehlte. Und als ich dann eine Idee hatte, habe ich ihn gefragt. Er hatte Lust und so kam es. Und habt ihr klare Rollen definiert, wer was macht? Ja, er ist der Techie. Ja, ja sehr, sehr klassisch. Ich finde ich auch. Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. Ich kann eigentlich nur mich nur daran erinnern, dass ich gar nicht unbegeistert und unbegabt mal Turbo Pascal und Basic in den 80ern in der Schule hatte. Ich auch. Oh, ich habe es gehasst. Ich fand es gar nicht schlecht und ich frage mich, wie kann das eigentlich sein, dass es das in den 80ern gab und heute nicht mehr? Also was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Aber das ist ein anderes Thema. Aber er ist sozusagen derjenige, der meine Ideen dann auch in Technik umsetzen kann. Ich kümmere mich um die Geschäftsentwicklung, Marketing, Vertrieb. Bin auch gerne dabei, immer auch zu pivotieren, wenn ich merke, wir verhakeln uns.
Und er macht eben den Bereich Tech. Und habt ihr eine räumliche Nähe? Gar nicht. Also wir waren schon vor Corona total virtuell digital. Er wohnt in Frankfurt, ich in Hamburg. Und wir kennen uns aber so lange schon, dass einfach dieses Vertrauen da war, dass das auch über die Entfernung funktioniert. Und natürlich haben wir gemeinsame Termine beim Kunden oder jetzt auch, als wir beim Next Media Accelerator waren oder wenn es irgendwelche Veranstaltungen gibt, da sehen wir uns dann, wenn das jetzt dann auch wieder möglich ist. Ich finde es immer so lustig, ich muss immer, wenn du das erzählst, an das Startup, was ich noch mit einem gemeinsamen Freund von uns, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne, in der Schublade habe, das machen wir dann vielleicht mit 70 plus. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr diesen TED-Talk von Jane Fonda kennt, die nochmal sagt, so wir werden 90. Also wir haben eigentlich 30 Jahre mehr als noch unsere Urgroßeltern. Und wie füllen wir die? Ja, eine meiner Lieblingsstatements ist ja, Gründen geht in jeder Lebensphase. Ja. Also sehr jung schon bis ganz egal. Es hat ja auch Nachteile, wenn man das so jung macht. Ja. Also das muss man ja auch mal sagen, weil ich meine, es ist gar nicht so schlecht, so ein paar Learnings auch mal so auf dem Gehaltscheck einer Firma zu machen. Mhm. Ja, wenn du früh gründest, machst du es alles auf eigene Rechnung. Ja. Und sag mal, du hast ja eben vorhin ein bisschen beschrieben, wie du deine Entscheidung getroffen hast, zu gründen nochmal aus der Festanstellung raus. Wie war das bei deinem Co-Founder oder bei euch zusammen? Wie habt ihr diese Entscheidung gemeinsam getroffen? Der hatte ja auch wahrscheinlich Opportunitätskosten und so weiter. Das stimmt. Der hat und hatte noch eine weitere Firma und ich habe ja auch noch die Familie. Also insofern haben wir gesagt, wir machen das beide zu 60 bis 80%. Ich habe eine Zeit lang mal mehr gemacht, wenn er mehr Zeit für sein Business brauchte und umgekehrt. So, also das muss man ja auch mal sagen, ihr kennt das ja auch, Familie hat ja auch mal Peaks. Und dann muss man mal irgendwie ein bisschen sich darum kümmern und dann hat man auch mal wieder irgendwie 120%. Und genauso ist es bei ihm auch und das hat gut funktioniert. Ich würde ganz gerne mal zurückkommen auf eure Kunden und ein bisschen von dir rauskitzeln, was war der erste Kunde? Finde ich immer super spannend. In Klammern gesagt, der erste Kunde war mein späterer Ehemann, in meinem Fall. Ja. Und was ist der wichtigste Kunde für euch? Wenn du keinen Namen nennen möchtest, dann kannst du es vielleicht umschreiben. Ja, kann ich. Also zumindest was die erste Frage angeht. Also der erste Kunde war das Deutsche Historische Museum. Und da sind wir auch total stolz drauf. Ja. Weil ich komme ja überhaupt nicht aus diesem Museumsbereich. Die Branche ist schon auch speziell, wie man sich vorstellen kann. Die ist gut vernetzt und ist toll, wenn man im Netzwerk ist. Aber wenn man von außen kommt, ist das ein ziemlicher Closed Shop. Und wir haben aber eine Veranstaltung gefunden, wo sich Museen getroffen haben. Und wir sind die einfach frontal angegangen. Das Deutsche Historische Museum ist eins dieser Top 10 Museen. Also es ist einfach ein guter Referenzcase gewesen. Das haben wir auch umsonst gemacht. Aber das war toll. Und der aktuelle, also der wichtigste Kunde ist tatsächlich immer der aktuelle. Den würde ich jetzt aber ungern nennen, weil das Projekt noch nicht fertig ist und jetzt noch nicht öffentlich gemacht wurde. Jetzt hast du eben so offen gesagt, dass ihr den ersten Kunden tatsächlich ohne Bezahlung gearbeitet habt. Wie geht ihr ran an euer Preismodell? Also grundsätzlich ist es ja ein Teil SaaS, das heißt, es gibt eine monatliche Fee, die man zahlen muss, um dieses System zu nutzen. Und darüber hinaus haben wir Implementierungskosten, um diesen Chatbot einzurichten. Teilweise müssen neue Features programmiert werden, das wird darüber abgedeckt. Ja, meine nächste Frage wäre jetzt nach dem internationalen Aspekt eures Angebots. Das ist ja über die Grenzen hinweg. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über Moskau gehört. Ja. In unserer persönlichen Beziehung spielt ja auch New York eine Rolle. Ja, ja, das war. Aber eigentlich eher in eine andere Richtung, weil du mir da einen sehr guten Kontakt mal gemacht hast zu einer jetzigen Kollegin. Aber zurück zu dir und New York. Was habt ihr da gemacht? Da hatten wir eine, was war denn das eigentlich? Wir haben gepitcht und wir waren bei einem, auch einem Accelerator Matter. Ich glaube, ehrlich gesagt, den gibt es jetzt nicht mehr, aber das war so das Medienpendant und eigentlich auch Vorbild von diesem Next Media Accelerator und hatten da die Chance nochmal zu pitchen, unser Modell vorzustellen und darüber neue Kunden und potenziell auch Investoren zu finden. Also
Ja, echt, das macht echt Spaß, wenn man so in der 48. Etage auf der Fläche von SAP mit Blick über den Hudson River. Also es ist nicht immer irgendwie finanziell was bei rausgekommen, aber ich fand, es war totale Legendenbildung. Ja, also ich fand es richtig toll. Ja, das auch ist tolle Leute und auch, also was man da lernen konnte, die Amerikaner konnten auch so viel besser pitchen als wir. Also das wirkte wirklich... Dieses make it big, ja, fake it till you make it und zu sagen, es ist diese eine Lösung und die wird die Welt revolutionieren. Also damit tue ich mich heute noch schwer, aber die konnten es. Ich will noch mal ganz kurz bei diesem internationalen Austausch, es gibt ja auch internationale Acceleratoren, also zum Beispiel den German Accelerator in New York, wart ihr bei denen, glaube ich, auch? Nee, da waren wir nicht und das hatte auch seinen Grund, den habe ich jetzt allerdings vergessen. Okay. Ich glaube, die haben sich auf andere Branchen spezialisiert, war es das? Kann sein. Ich weiß, was es war. Man sollte dann auch eine Dependance in Amerika haben. Das war auch das Problem mit den amerikanischen Investoren, die gesagt haben, in der Frühphase investieren sie, wenn man auch vor Ort sein kann. Da ist es besser, wenn man 25 ist, noch keine Kinder hat und sagt, die Welt gehört mir, ich gehe nach New York. Hätte ich mit 25 gemacht. Ich auch. So, mache ich aber jetzt leider nicht mehr mit 50, also wirklich irgendwo auch leider, weil nach wie vor toll da. Aber ich würde jetzt nicht mit einer Familie in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gehen und ein Start-up irgendwie aus einem Souterrain hochziehen. Ja? Also dafür ist mein Leben hier in Hamburg zu schön. Und das war für mich auch ehrlich gesagt eine Selbsterkenntnis, wo liegen da die Grenzen des Wachstums, nämlich da, wo das einfach nicht mehr mit meinem Leben funktioniert. Nochmal ganz wichtiges Learning, was ich gerne nochmal betonen möchte. Wenn ich als Start-up in die USA gehen will, dann und dort aktiv werden möchte oder da Geld finden möchte, dann muss ich auch in den USA einen Standort haben. Ja, das war's. Es klingt nach Abenteuer, so oder so. Also ganz klasse. Also nicht New York, aber trotzdem Wachstum. Erzähl nochmal so ein bisschen, welche Steps für euch entscheidend waren. Also wirklich nochmal Betonung auf diesen ersten Step, Next Media Accelerator. Das war für mich wichtig und sehr, sehr cool, weil man ja auch mit den ersten Prozenten, die man abgibt, auch Geld bekommt. Das heißt, also das minimiert schon mal das Risiko, wenn man seine ganze Entwicklung eben auf diesem Frühinvestment bezahlen kann und darüber das Netzwerk hat. Und danach haben wir ziemlich schnell Kunden gefunden. Wir hatten das Deutsche Historische Museum auch schon vor dem Next Media Accelerator. Das heißt, das war so die Phase, wo wir es noch umsonst gemacht haben. Und später haben wir dann aber gesagt, wir wollen organisch wachsen, wir wollen das, was man Bootstrappen ja nennt, also gar nicht jetzt sofort irgendwie in die nächste Investmentrunde gehen, sondern unabhängig bleiben und mit dem Geld, das wir über Projekte einnehmen, wachsen. Und den Weg, den gehen wir jetzt gerade weiter. Mhm. Ist ganz lustig gewesen. Ich erinnere noch so dieses erste Kennenlernen der anderen Startups in dieser Next-Media-Welt. Da waren ja eben so viele Junge und die haben also schon, noch bevor die überhaupt mehr als ein paar PowerPoint-Slides von ihrer Idee hatten, schon so diese Series A und dann der große Exit. Und das fand ich lustig und ganz originell, aber es war nicht meine Denke. Aber du würdest in jedem Fall Startups empfehlen, in Accelerator zu gehen? Ja, ich würde es empfehlen. Also man muss natürlich gucken, das war jetzt ein branchenspezifischer. Für uns hat die Branche Medien nicht hundertprozentig gepasst, aber es war trotzdem eine super Idee und ich kann das total empfehlen. Ihr seid ja jetzt, wie man so schön sagt, ein diverses Team. Also ja. Macht es das einfacher oder macht es das schwerer, da reinzukommen in so einen Accelerator oder war das eigentlich irrelevant? Also ich glaube, divers in Bezug auf bestimmte Eigenschaften, Kenntnisse, die man hat, vielleicht auch Risikoprofile, finde ich total gut und wichtig. Und ich glaube, es ist auch gut, zu zweit zu sein. Also man geht ja durch verschiedene Phasen und es ist nicht nur irgendwie heute Moskau, morgen New York, sondern dazwischen heult man in sein Kopfkissen, weil irgendwie 20 Neins auf ein Jahr so. Aber das muss ja nicht immer sein, dass sozusagen der eine ist die Frau, weil die kann irgendwie so gut kooperativ sein und das andere ist der Mann und das ist der Aggressor. Das kann ja genau umgekehrt sein. Aber dass man irgendwie mindestens zu zweit ist, dass man sich ergänzt in dem, was man tut, ist, glaube ich, total gut. Mhm. Nochmal eine weitere Frage zum Thema Netzwerken. Bist du auch in reinen Frauennetzwerken aktiv und was hältst du davon? Ich finde es total gut, aber Blindspot viel zu wenig. Also das habe ich mir vorgenommen, dass ich da mehr mache und aktiver bin.
so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man schon sehen muss, wie man sich zeitlich organisiert, viel Netzwerken des Abends. Aber die Kinder werden ja jetzt noch größer, so, und dafür habe ich jetzt mehr Zeit und ich finde es super. Tut sich da brauche ich auch eure Hilfe mal. Ich glaube, ihr seid da so viel besser als ich. Da tut sich in Hamburg auch gerade wirklich richtig viel und da nehmen wir dich gerne mal mit rein. Ja, bitte. Also, das zeichnet uns ja jedenfalls sowieso schon die ganze Zeit, finde ich, aus, dass wir uns gegenseitig immer irgendwelche Türen aufmachen. Ja, also das finde ich auch wunderbar. Ich würde gerne nochmal zurück zur Finanzierung kommen. Du hattest gesagt, ihr habt gebootstrapped, also für die, die nicht wissen, was das ist. Das heißt, man finanziert so seine ersten Steps selber aus dem eigenen Vermögen, beziehungsweise sucht sich Geld jetzt bei engen Freunden. Und danach wart ihr im NMA, das heißt, ihr habt 50.000 Euro wahrscheinlich da bekommen. Ja, 14%. Und weitere Finanzierungsrunden habt ihr bisher nicht gemacht. Haben wir bisher nicht gemacht, ne. Also du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr euch eigentlich aus dem eigenen, oder du hast es eben auch gesagt, aus dem eigenen Geschäft, also ihr finanziert euch aus dem eigenen Umsatz. Ja. Warum? Um unabhängig zu bleiben. Also wir sehen einfach den großen Vorteil darin, dass wir weniger Rechenschaft ablegen müssen, wenn man nicht einen Investor drin hat. Man vergeudet auch keine unproduktive Zeit, indem man also Milestones abarbeitet oder die Ideen, die Investoren haben, eben täglich nochmal neu überprüft. Das muss nicht immer so bleiben. Im Moment hat das ganz gut funktioniert. Klingt für mich jetzt auch nicht so, als ob ihr unbedingt darauf hinarbeitet, ein Unicorn zu bauen. Also stimmt. Das stimmt. Also es kann auf jeden Fall noch wachsen und es kann mehr werden und soll es auch. Aber wir haben eigentlich den Anspruch, ein gutes, erfolgreiches Leben zu haben, aber dazu gehört eben nicht nur Geld, also wem sage ich das, sondern da muss die Gesamtbalance stimmen und das müssen wir mal sehr genau abwägen und das Gute ist, dass ich mir mit Thilo da sehr einig bin. Das finde ich jetzt auch schön zu hören, weil eigentlich schreibt man so diese Gründungsform eher Frauen zu, möglicherweise ein Vorurteil, aber wenn man das so ein bisschen analysiert, dann kann man zu diesem Schluss kommen, aber da seid ihr euch ja offensichtlich einig, insofern ist es... Das stimmt, das muss auch nicht das beste Modell sein. Ich bewundere auch viele, die eben diesen Welteroberungsgedanken haben und da aggressiver sind. Das braucht es auch. Absolut. Ich bin so ein bisschen skeptisch immer, wenn wahnsinnig viel Geld in Businessmodelle fließt, die mir überhaupt nicht einleuchten. Also WeWork, ich glaube, wir haben uns mal drüber unterhalten, oder? Das ist so ein Fall. Ja. Das bewundere ich nicht. Auch wenn es sicherlich für einige irgendwie gut gegangen ist und die viel Geld damit gemacht haben. Ich glaube, man muss sich selbst da gut kennen, um zu wissen, welchen Weg man selber eingehen will. Ich verurteile das überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bewundere das auch. Und Emil, unser Sohn, der wollte früh einen Investor haben, schnell wachsen. Der hat allerdings auch ein physisches Produkt. Also das hat ja auch nochmal mit Auflagen und so weiter, hat das auch viel Sinn gemacht. Das finde ich auch gut. Aber man muss sich wirklich selber die Frage stellen, was man will. Genau, und schön ist ja einfach, dass man auch da ein breites Spektrum hat. Ja. Und es gibt ja auch für jede Idee und für jede Form Möglichkeiten. Absolut. Ja, und ich denke, es bleibt ja immer spannend. Wir haben ja jetzt die letzten Monate an Corona gesehen, wie unerwartet eben auch ein Businessmodell bedroht werden kann. Die meiste Zeit waren Museen geschlossen. Ja. Ich selber habe in den Corona-Monaten tatsächlich 2 Museen besucht. Aber ihr hattet vermutlich da einen Schock. Wie seid ihr damit umgegangen? Oh, das war wirklich aufregend. Also es ist bevor Corona ausgebrochen ist, ich erinnere das, weil es ja diese Hamburger Skiferien waren, war ich auf dem Weg in den Schnee noch bei einem Kunden und habe einen großen Auftrag abgeholt, den größten, den wir je hatten. Das war im Nachhinein toll. Damals dachte ich allerdings noch so, das wird jetzt unser Jahr. Das ist es aber nicht geworden, genau weil du sagst, die Museen waren geschlossen. Wir machen ja auch was im Medienbereich. Da haben wir auch einen interessanten Lead gehabt, der eigentlich zu einem Auftrag führen sollte. Das hat zum Beispiel wegen Corona nicht geklappt, weil viele Unternehmen waren ja in so einer, aus meiner Sicht, recht langen Schockstarre. Absolut. Das haben wir gespürt. Also da ist uns auch viel Geschäft weggebrochen. Wir wurden auch angefragt für Corona-Hilfe-Bots. Also da war auf einmal auch ganz viel Stimmung. Also ich habe das irgendwie auch geliebt so am Anfang. So, wow, es verändert sich was, wie aufregend.
aber da ist dann auch häufig nichts draus geworden. Und diese Digitalisierungsbereitschaft, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, könnte aus meiner Sicht immer noch größer sein. Auch das. Sagen ja so viele immer so, durch Corona sind wir alle so digital geworden. Also ich glaube, jeder für sich, der jetzt irgendwie Zoom nutzt, hat so das Gefühl, ob das in den Unternehmen, ob der Schmerzpunkt schon wirklich da ist. Also oder in den meiner Schulen? Erfahrung nach, ja, also über Schulen, lass uns heute nicht darüber reden. Ich kann nicht mehr. Ja. Und gab es den Punkt, wo du gedacht hast, so jetzt schmeiße ich hin, das ist mir jetzt hier... Nö, wir hatten ja diesen guten Auftrag. Mhm. Nein, das nicht. Mhm. Also ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass diese Corona-Phase so lange dauert. Das ich hatte eigentlich gedacht, im Sommer ist es vorbei und so. Und dann geht's weiter. Mhm. Auch da vielleicht wieder dieser naive Optimismus, der mich davor beschützt, gleich daran zu denken, dass sowas auch irgendwie 20 Monate dauern kann. Ging mir aber genauso. Ich habe immer gedacht, naja, dann ist es vorbei. Ja. Und dann war es nicht vorbei. Okay, dann ist es aber dann vorbei. Ich meine, es genau. ist einfach ein Weg, damit umzugehen. Ja. Welche Rolle haben Role Models oder Mentorinnen oder Förderinnen bei deiner Gründung gespielt? Eine zu geringe Rolle. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr gibt. Ich war auch total froh, dass du in diesen NMA kamst, dass ich gesehen habe, guck mal, da sind andere Frauen in meinem Alter in dieser Szene auch drin. Es gibt ja so ein paar Role Models so in der Tech-Welt, so wie Rena Pauster, fällt mir jetzt ein eigentlich. Aber so, ich weiß nicht, meiner Wahrnehmung sind das so 5, 6, 7, 8, die dann immer wieder genannt werden, die dann auch nicht in meinem Alter sind. Vielleicht kenne ich sie auch nur nicht. Ehrlich gesagt, mir sind da eigentlich zu wenige begegnet. Ich habe dann aber viele junge Gründerinnen kennengelernt. Und die können ja auch Role Models sein. Absolut. Da waren viele, die fand ich irgendwie cool. Also die hatten Power, die haben ihren eigenen Weg gemacht. Die standen auf der Bühne, haben ihre Story erzählt. Da sind echt gute Frauen auch unterwegs. Muss ich jetzt gerade so ans Knus denken und ja, die tollen Events. Ich auch. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, wir denken an die gleich. Ja, ist richtig gut. Und das ist ja auch motivierend. Also es war jetzt nicht in dem Sinne mein Vorbild, aber ich habe gedacht, toll. Und ich finde gerade so auch in der Generation, der jetzt so 25, 35-Jährigen, da sind richtig gute Frauen dabei. Liebe Ines, gib uns ein paar Tipps, was können Gründerinnen von dir lernen? Oh, ja, was kann sie lernen? Also ich glaube, sich trauen, sich nicht zu viele Gedanken vorher machen, was alles schiefgehen könnte. Ein Scheitern, ein mögliches Scheitern umarmen, wenn zumindest gedanklich, ja, dass das passieren kann und ob das wirklich das Ende der Welt ist, um den Grusel zu nehmen. Sich ein Netzwerk zu suchen, habe ich zu wenig gemacht, habe ich ja schon gesagt, aber durch den Accelerator war das ein tolles Netzwerk. Und vielleicht auch noch ein MVP, also ein Minimum Viable Product, früh am Markt zu verproben. Also uns hat das echt diesen Schwung und die Bestätigung gegeben, dass wir diesen ersten Kunden hatten. Und es war ja eben das Deutsche Historische Museum, um festzustellen, wow, wenn das schon mit so einem rudimentären Produkt klappt, dann können wir nicht ganz falsch liegen. Und es gibt ja so diesen Spruch, also wenn man sich nicht bei seinem ersten Launch für das Produkt schämt, dann hat man zu spät gelauncht. Ich glaube, das stimmt. Also, aber dann eben auch nicht nur sozusagen an seine Idee glauben und immer ganz viel Geld da reinstecken, sondern eben erstmal mit einer kleinen Lösung direkt auf den Markt zugehen und mal zu checken, finde nur ich das gut oder finden das auch andere gut, die dafür Geld bezahlen wollen. Also Prototypen. Ja. Wunderbar. Danke dir, liebe Ines, ja, dass danke. Du dir die Zeit genommen hast für dieses tolle Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, uns auch. Uns auch. Und ja, wir sind gespannt, wie es bei dir weitergeht. Vielen Dank. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke.